meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es natürlich wie jeden Donnerstag mal die neue Eventwoche von GTA Online. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Vorher nochmal ganz kurz die Info. Ab 10 Uhr sind wir heute live und werden uns die neue Eventwoche zusammen im Stream anschauen. Also falls du nichts Besseres vorhast, schau doch gerne mal hier auf YouTube im Stream vorbei und lass uns zusammen die neuen Inhalte testen. Außerdem riesiges Dankeschön für 150.000 Abonnenten. Die haben wir gestern schon geknackt und ich möchte mich einfach mal bedanken und alle Leute willkommen heißen, die neu auf diesem Kanal sind. Was geht? Wie lange bist du schon in unserer gigantischen Community? Schreib's in die Kommentare und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mal rein mit dem neuen Video. Denn zunächst einmal gibt es dreifach Geld und RP diese Woche auf neue Community-Jobs. Ja, ihr habt richtig gehört, Rockstar Games bringt neue Community-Jobs ins Spiel. Die sind in der Regel ja eigentlich immer ziemlich nice und mit dreifach Geld und RP ist das natürlich noch besser. Wir checken die später im Stream auf jeden Fall ab und dementsprechend solltet ihr dabei sein. Doppelt Geld und RP gibt es übrigens diese Woche auf alle Drift-Rennen, auf alle Drag-Rennen, auf die Landrennen, allerdings nur die, die von Rockstar Games erstellt sind, und auf alle Issy Classic-Rennen. Im LSK-Meet gibt es außerdem doppelte Reputationspunkte und auch Rabatte dürfen diese Woche natürlich nicht fehlen. 40% Rabatt gibt es nämlich auf den NS Euros, den Dinker Jessa RR, den Grottoli Italy GTO Stinger TT und den Karin Bohr. Dazu kann ich euch gleich hier noch eine Kaufempfehlung geben, denn der Italy GTO Stinger TT gehört zu den schnellsten Autos in GTA Online. Also falls ihr die Karre noch nicht habt und sie optisch ansprechend findet, solltet ihr mal drüber nachdenken, ob ihr euch diese Karre nicht zulegt. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn es gibt auch 30% Rabatt auf alle HSW-Umbaukosten. Also nicht die einzelnen HSW-Upgrades, sondern erstmal dieses grundlegende Upgraden von einem normalen Auto auf ein HSW-Fahrzeug. Natürlich nur relevant für Leute, die auf GTA INI spielen, also PS5 oder Xbox Series. Und ebenfalls 30% Rabatt gibt es auf den Virgin, den Oxlot Virgin, ganz nice. 20% Rabatt gibt es außerdem noch auf alle Drift Tuning Upgrades. Das ist noch nicht alles, denn auch im Gunvan gibt es noch Rabatte und zwar 40% Rabatt auf die kompakten Granatwerfer und sogar 50% Rabatt, allerdings nur für GTA Plus Mitglieder, auf das taktische SMG. Bevor wir direkt weitermachen mit noch den wöchentlichen Herausforderungen und den ganzen anderen Kram, gehen nochmal schnell Grüße raus an Haifischfutter, Minecore und Tanja, denn die sind als Kanalmitglied hier extreme Supporter und bringen den Kanal voran. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Grüße gehen raus. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den wöchentlichen Herausforderungen. Und zwar müssen wir die Woche einfach nur 2 Rennen gewinnen, um insgesamt 100.000 GTA-Dollar von Rockstar Games zu erhalten. Außerdem gibt es neue Schrottplatz, heißt's. Und zwar müssen wir einmal den Obey Omnis EGT auswählen, um den Arena heißt zu bekommen. Den Rapid Dominator GT für den Polizei heißt. Den Karin Privian für den Casino heißt. Und auch Gratis-Autos dürfen diese Woche nicht fehlen. Und zwar gibt es im Casino einmal den Flash GT und im LSK mit den Maibatsu Montruccienti. Um den zu bekommen, müssen wir aber 3 Tage in Folge im LSK-Meet einfach Rennen gewinnen. Und die Sache, Freunde, ist, passt hier genau auf, denn der Flash GT ist ein sehr, sehr geiles Auto. Gratis im Casino abholen, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ich habe euch da ja auch schon mal ein Tipp-Video hochgeladen, wie man das Ding eigentlich jedes Mal gewinnt. Und im LSK-Meet gibt es natürlich den Montruccienti und der ist einfach der schnellste Geländewagen im Spiel mit HSW-Upgrades und so weiter. Auch das würde ich mir mal an eurer Stelle nicht entgehen lassen. Es sei denn natürlich, ihr habt so viel Geld in GTA, dass es euch vollkommen egal ist, ob ihr die Karre gratis bekommt oder nicht. Rennen gibt es die Woche übrigens auch ganz besondere und zwar einmal Premium-Rennen. Da hätten wir nämlich einmal das Rennen Taking Off und als Zeitrennen Up Chilliard sowie als HSW-Zeitrennen des East Winewood-Rennen. Aber auch das ist noch nicht alles, denn es gibt auch das ein oder andere Gefährt, was ihr mal testen könnt. Und zwar bei Simeon wäre das der NS Euros, der Dinker Jester RR, der Grotti Italy GTO Stinger TT, das ist die Karre, die ich euch auch empfohlen habe, weil sie so schnell ist, den Karin Futo GTX und den La Cureuse, oder dieses französische Auto, weil ich einfach nicht aussprechen kann, aber auch hier wieder eine ziemlich krasse Empfehlung, weil die Karre ist doch relativ schnell und sieht interessant aus. Im Luxury Showroom, also leider nicht testbar, aber immerhin mal anschaubar, ist der Cavalcade XL und der Astrorope GZ. Und als Teststreckenfahrzeug im LSK mit haben wir den Rector, den Bohr
und dem Virgin, alle drei mit limitierten Lackierungen. Und dann hätten wir noch das Premium-Testfahrzeug HSW, und zwar wäre das der Astron Custom, von dem ich jetzt erstmal abraten würde, ganz pauschal. Also ihr merkt, die Eventwoche ist jetzt nicht so besonders, liegt einfach daran, dass wir nächste Woche eine sehr besondere Eventwoche bekommen werden, denn nächste Woche erscheint höchstwahrscheinlich der neue Heist, der neue Klackenball-Heist mit Vincent, mit dem neuen Polizei-Hellfire und so weiter. Also nächste Woche wird ziemlich, ziemlich geil, deswegen diese Woche wahrscheinlich mal etwas entspannter, aber da reden wir auch ausführlicher nochmal in einem Extra-Video. Dementsprechend lasst auf jeden Fall ein Abo da, um das dann nicht zu verpassen. Ansonsten ist die Frage, wie findet ihr die neue Eventwoche? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und abonniert uns auf WhatsApp, denn wir haben einen WhatsApp-Kanal, wo wir die neue Eventwoche bereits gepostet haben. Also checkt das auf jeden Fall ab und dann bleibt mir noch zu sagen, ciao mit V!